Zweiter Vortrag beim Kieler Linux Presentation Day 2024. Eine kleine Einführung in die Statistik-Software R. Ich nenne es erstmal Statistik-Software. Mein Name ist Klaus Gottbersen. Ich bin hier im Kilux-Team mit dabei und in meiner Freizeit arbeite ich beim Statistikamt Nord. Da ist R die eine der wenigen Open-Source-Lösungen, die wir da schon im Einsatz haben. Und deswegen habe ich mich damit in letzter Zeit etwas mehr beschäftigt und dachte, ich kann hier mein bisher erworbenes Wissen ja mal teilen. Eigentlich ist es eine Programmiersprache. Ich sage jetzt immer Statistiksoftware, weil R typischerweise gerne mit der Entwicklungsumgebung RStudio, die ihr hier seht, zusammengenutzt wird. Und wegen der ja, umfangreichen Unterstützungsfunktionen von RStudio kann man auch sagen, Statistiksoftware, Data Science Software, für was auch immer man das benutzen will. R ist ja natürlich Open Source, sonst würden wir hier nicht darüber sprechen. Man kann es zusammen mit RStudio beziehen, von dem Anbieter POSIT, kann sich da verschiedenste Installationsdateien runterladen oder man kann es auch über GitHub kriegen. Ja, und dann versuche ich jetzt in dieser knappen Stunde hier einen ganz passablen Überblick über die Funktionen, die Möglichkeiten zu bieten. Grundsätzlich ist R, wie gesagt, eine Programmiersprache, die das mit der die Dinge machen kann, die man mit den üblichen Programmiersprachen machen kann. Das sind so die Grundfunktionen. Also man kann wie in jeder Programmiersprache Variablen definieren und zuweisen und das funktioniert in R üblicherweise mit dem etwas ungewöhnlichen Zuweisungsoperator dieses Pfeils, also Pfeil nach links auf die Variable zeigend, größer Zeichen und Minus. Man kann in RStudio mit einer Tastenkombination, nämlich Alt und Minus, sehr bequem machen. Aber man kann es auch einfach von Hand ausschreiben, ist egal. Und dann weist man eine globale Variable zu. Bei globalen Variablen im globalen Kontext, also nicht innerhalb von einer Funktion oder sowas, kann man auch das Gleichheitszeichen nehmen, das ist dann egal. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass es üblich ist, diesen Operator zu nehmen. Und wenn man dann später, das werden wir sehen, innerhalb von einer Funktion oder einer Methode oder was auch immer ist und dann da das Gleichheitszeichen nimmt, dann hat man diese Variable eben nur da zur Verfügung. Und also in RStudio selbst kann man jede Zeile direkt ausführen, wenn man das will. Also wenn man mit dem Cursor in der Zeile ist, kann man über Steuerung und Enter oder über die Funktion Run hier die jeweilige Zeile ausführen, in der der Cursor ist. Und dann, was dann hier natürlich passiert ist, ist einfach schlicht die Zuweisung der Variablen. Das sieht man dann auch, sofern man es so nutzt, in diesem Fenster hier, wo RStudio einem immer anzeigt, was gerade alles so in der Arbeitsumgebung aktiv ist. Also hier sehen wir schon, dass diese zwei Variablen mit diesen Werten deklariert worden sind. Und dann kann man die üblichen Sachen damit machen. Man kann die Grundrechenarten vollführen und sieht dann, sofern es eine Ausgabe, einen Rückgabewert gibt, sieht man ihn hier unten, bei mir hier unten links. Man kann es theoretisch auch anders anordnen im Konsolenfenster oder auch da. Ihr habt schon gesehen, wenn es in einer Zeile, die ausgeführt wird, keinen Rückgabewert gibt, dann zeigt RStudio einem einfach nur an, was es gerade gemacht hat. Und mit diesen Variablen kann man dann wie gesagt, alles machen, was man von anderen Programmiersprachen gewohnt ist, so man denn schon in anderen Programmiersprachen zu Hause ist. Man kann Bedingungen ausführen, if dies, dann das, else jenes. Wenn ich jetzt diesen ganzen Block ausführen will, kann ich ihn markieren und ja, entweder wieder Steuerung und Enter drücken oder hier auf Run gehen und dann
sehen wir, dass hier aus diesem ausgeführten Block die Rückgabe 3 kommt, weil das ja der hier definierten Bedingung entspricht. Man kann While-Schleifen in R machen. Wie gesagt, wie auch, ich vermute mal, den meisten von euch bekannt, also einfach zu sagen, solange eine bestimmte Bedingung zutrifft, in diesem Fall hier, solange x gleich kleiner gleich 10 ist, mach irgendwas mit der Variable, von der wir hier sprechen. Und natürlich, wie in While-Schleifen wichtig, erhöhe die Variable dann nochmal, weil du sonst natürlich in der Endlosschleife landest. Wenn wir diesen Teil des Codes ausführen, dann sehen wir hier, dass genau das passiert, was wahrscheinlich alle erwartet haben. Es wird einmal 5, 6, 7, 8, 9 ausgegeben und dann ist die Bedingung nicht mehr erfüllt und die Schleife ist fertig. Vorschleifen gibt es in R auch. Die sind hier so formulierbar, dass wir sagen, vor irgendeine Variable, die dann hier einfach so genannt werden kann, die dann natürlich auch nur in der Vorschleife gültig ist und nicht außerhalb. I habe ich jetzt mal genannt, in. Und dann geben wir hier irgendeine Liste an. Dazu sage ich jetzt hier noch ein bisschen mehr, später sage ich dazu noch ein bisschen mehr. So eine Datenliste wird in R typischerweise mit dem Symbol C davor und dann in roten Klammern definiert. Und dann können wir hier sagen, 1 bis 10 heißt die Notation hier. Man könnte auch ausschreiben 1, 2, 3 und so weiter. Also in der Kurzschreibweise können wir hier sagen, solange i hier in dem Intervall 1 bis 10 ist, macht das, was wir dann da reinschreiben mit i. So weit, so unspektakulär. Man kann auch hier solche Dinge verschachteln, schleifen, Bedingungen und das ausführen. So zum Beispiel hier jetzt wieder gesagt, nimm dir als Variable i in dem Intervall 1 bis 10 und guck dann immer, ob das ob i plus 3, habe ich jetzt mal hier gesagt, eine gerade Zahl ist. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Modulo-Operator, also die Division mit Rest, was dann jeweils den Rest ausgibt. Das ist in R ein doppeltes Prozentzeichen. In vielen Sprachen, die ich kenne, ist es ein einfaches Prozentzeichen. In R ist es das Doppelte, weil das Prozentzeichen, das einfache Prozentzeichen in R für andere Dinge reserviert ist. Und deswegen hier eben das Doppelte. Und dann kann man diesen Codeblock ausführen und sieht auch hier, dass nur die geraden Zahlen ausgegeben werden. Also nur, dass immer i plus 3 gerechnet wird und das wird dann ausgegeben, wenn es eine gerade Zahl ist. Solche Sachen kann man auch in R in selbstgeschriebene Funktionen packen. Ja? Ja, richtig. Das Einzelne ist gleich dann keine Funktion? Doch, das Einzelne ist gleich ist auch ein Zuweisungsoperator. Also in vielen Situationen ist das, ich füge es mal kurz hier ein, ist was wie z File 5 und z gleich 5 exakt dasselbe. Prinzipiell ist es dasselbe und du kannst wählen, was dir besser gefällt. Wie gesagt, mit dem Unterschied, dass du in R mit dieser Schreibweise immer eine globale Variable definierst, die dir dann in deinem ganzen Skript zur Verfügung steht. Und wenn du innerhalb einer Funktion bist, kannst du das auch so machen und dann wird es quasi da rausgeholt und steht dir auch als globale Variable zur Verfügung. Wenn du das hier nimmst, würde es dir nur in deiner Funktion zur Verfügung stehen. Das ist der Unterschied. Wenn ich ihn inzwischen schon komplett exakt verstanden habe, ich glaube, der Unterschied ist hier und da ein bisschen tricky, aber im Groben ist es das. Ja. Können diese beiden Sets dann also nebeneinander existieren? Und bezeichnen, wir haben ja hier Z, ja. Sind das zwei verschiedene Sets? Globales Set oder ein lokales Set? Also hier nicht, weil das hier ist der globale Kontext von meinem Skript. Das heißt,
also müsste, können wir mal probieren, dass, wenn ich jetzt erst Z5 sage, dann erscheint hier auch Z5 und wenn ich richtig davor bin, müsste das jetzt das Z überschreiben. Genau. Ja. Wenn ich jetzt hier innerhalb von dieser Funktion Z gleich 4 schreibe, dann sollte es das nicht überschreiben. Das ist eben der Unterschied. Ja? Wenn ich dann innerhalb der Funktion das Z benutze, was ich nur dort lokal definiert habe, nimmt er dann bei innerhalb der Funktion immer das neue Z und ignoriert das globale oder muss man das trotzdem noch vorschreiben? Können wir mal kurz probieren. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, ja. Wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Exkurs schon. Also wie eben hier, Z5 haben wir da. Und jetzt sagen wir hier einmal Z gleich 4. So, und wenn ich richtig davor bin und wir diese Funktion jetzt erstmal definieren, die ist ja noch nicht definiert, dann schauen wir mal. Bleibt hier das Z bestehen und eine Funktion. Und wenn ich jetzt hier nach Z ausgebe, kriege ich 5. Das heißt, jetzt sind es zwei Zs. Hier ist das globale Z und hier in der Funktion ist das lokale. Das können wir gleich mal probieren. Dann muss ich meine Funktion mal kurz ein bisschen ändern. Dann sagen wir mal, Z und dann sagen wir einfach mal, oder wir sagen Return Z. So. Jetzt hier, spontanes Nachdenken, du willst hier vielleicht was von mir. Und jetzt Y sollte egal sein, der macht jetzt ja nichts mit dem Eingabewert. Probieren wir das einfach mal. Return Z, 4. Ja. Scheint mir relativ straightforward. Globale Variable, lokale Variable, in dem Fall sind es 2. Aber ich kann bei der Ausgabe nicht unterscheiden. Kleines Z ist immer nur eindeutig, denn die Bindung an eine Variable. Man kann es nicht, wenn man einfach nur Z sieht, kann man nicht unterscheiden, welches Z man jetzt vor sich hat. Genau, da muss man sich den Wert angucken, ja. Wenn du das meinst. Nee, man kann nicht sagen, global Z, lokal Z, sowas in der Notation gibt es nicht. Ne? Nicht, dass ich wüsste. Du kannst die Variable natürlich benennen, was ich dann persönlich machen würde. Ich würde dann genau sowas wie Z global und Z lokal schreiben. Aber es wäre mir nicht bekannt, dass er so eine eigene feste Notation dafür hat. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Also er hat auch viel und ich kenne durchaus nicht alles. Genau, und damit haben wir schon gesehen, auch wenn ich es jetzt ein bisschen verändert habe, wie in R Funktionen definiert werden. Also man weist sie einer Variablen zu, irgendein beliebiger Variablenname mit dem Schlüsselwort Funktion, definiert gegebenenfalls einen Eingabewert oder auch nicht, das bleibt mir überlassen, macht dann irgendwas damit und gibt dann was zurück. Also relativ schlichte Funktionen, so wie man sie aus anderen Sprachen oder aus der Mathematik kennt. Genau. Und ein bisschen später eine andere Funktion. Und vielleicht können wir diese Funktion sogar dann als Parameter übergeben an eine weitere Funktion. Ja, das ist absolut möglich. Das werden wir auch gleich sehen, wenn auch nicht mit selbstgeschriebenen Funktionen, sondern mit R-Standardfunktionen. Denn Standardfunktion hat R eine Menge und das ist, würde ich sagen, überhaupt der Sinn, R zu benutzen. Denn sowas wie das hier kann man ja nur mit jeder Sprache machen. Und das ist das Schöne an R, vielleicht im Gegensatz zu manch anderen so, sag ich mal, Statistiksystemen, dass man, wenn man die Standardfunktion vielleicht nicht alle kennt oder gerade nicht die richtige findet, dann kann man sich immer damit aushelfen, dass man solche Konstrukte wie hier sich selber baut. Ich würde sagen, man sollte es damit nicht übertreiben, weil man, wie gesagt, dann irgendwie keinen Sinn mehr hat, R zu lernen. Und dann kann man auch alles, was man, egal welche Sprache man vorher schon kennt, dafür benutzen. Und es heißt auch im Allgemeinen, dass die Standardfunktionen meistens schneller sind, also zumindest wenn man es mit großen Daten zu tun hat, wo es auf die Geschwindigkeit ankommt, weil die eben professionell geschrieben und reviewed sind und so weiter.
Und dann natürlich auch an tiefere Ebenen, wo dann C und Fortran und sowas läuft, woraus R entwickelt ist, übergeben werden. Und nicht diese ganzen einzelnen R-Zeilen einzeln übersetzt werden müssen. Also, wie gesagt, wir arbeiten uns in Richtung der R-Standardfunktionen vor. Ich habe es jetzt hier Datenreihen genannt, ein Kernstück davon, was man mit R im Zweifel macht. In R heißen die Vektoren. Ich habe es jetzt hier extra nicht gesagt Listen, was mir persönlich immer nahe liegt, zu sagen, wir haben jetzt hier so eine Liste. Aber Liste ist in R eine eigene Datenstruktur. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wovon man spricht. Man kann natürlich sagen, das hier ist eine Liste. Das hier ist jetzt eine Liste von Namen im normalen Deutsch. Aber im R-Sinne ist es ein Vektor und keine Liste. Also ein eindimensionales Array praktisch, ne? Ja, genau. Und Listen sind in R eben nicht einfach nur ein eindimensionales Array, sondern eine etwas komplexere Datenstruktur, die ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, bisher noch nicht ganz durchdrungen habe. Ich war bisher nicht in der Situation, sie wirklich durchdringen zu müssen. Sind ein bisschen schwieriger zu verstehen. Also hier definieren wir einen Vektor, auch wieder mit diesem C-Symbol davor, was für Compute oder Concatenate oder Count, ich weiß gar nicht genau, wofür steht. Einfach so. Und das ist dann Collection. Könnte eine Collection sein, genau. Und wie gesagt, hier wieder den Cursor da reingesetzt, einmal ausgeführt und dann ist die definiert. Sehen wir sie auch hier. Und das mache ich jetzt mal gleich mit ein paar mehreren, mit denen wir dann gleich Sachen tun können. Ich habe mich jetzt hier mal an jeweils einen Datentyp pro Vektor gehalten. Hier Zeichenketten, in R Character, hier Zahlen. Man kann es auch durcheinander werfen und dann nimmt R eben den komplexeren Datentyp dann. Wenn ich jetzt hier einen String reinschreiben würde, würde er die Zahlen auch als Strings auffassen, als Zeichen kennen. So, und wenn man jetzt sowas definiert hat, kann man damit relativ bequem solche Dinge machen. Man kann jetzt hier theoretisch, das wird in dem Fall nicht funktionieren, weil die Multiplikation für so einen Vektor aus Wörtern nicht definiert ist, aber für ein Vektor aus Zahlen kann man einfach sagen, den will ich jetzt mit irgendwas mal nehmen und dann wird einfach jeder Wert mit der Zahl davon mal genommen. Und man kann es natürlich auch mit vordefinierten Variablen machen. Hier bei Namen wieder nicht, das würde wieder einen Fehler ergeben. Bei Alter können wir jetzt wieder sagen, x war oben 5, also nehmen wir jeden Eintrag in Alter mit 5 mal. Und wir können das Ganze auch mit Addition machen, hier wieder nicht, weil er eine Zahl und ein Wort nicht einfach zusammen addieren will. Hier bei einer Liste, die nur aus einem Vektor, Entschuldigung, die nur aus Zahlen besteht, können wir es wieder machen. Oder da. Und so ist R relativ stark darauf getrimmt, solche Operationen möglichst einfach zu machen. Also durch dreimal Einkommen wird der Inhalt von dem Vektor Einkommen sozusagen verändert. Ja, beziehungsweise hier wird er nur verändert ausgegeben. Wenn ich ihn jetzt verändern würde, wenn ich ihn jetzt fest dauerhaft verändern wollte, müsste ich sowas sagen wie... Also wenn ich jetzt sagen wollte, ich will den wirklich verändern, dann müsste ich wieder das hier machen. Genau. So, bei dem, was ich jetzt eben gemacht habe, gibt er mir nur das Ergebnis aus, lässt die Vektoren aber, wie sie vorher waren. Das heißt, wenn ich sie das nächste Mal abrufe, sind sie wieder wie vorher. Und wenn ich verändern will, kann ich so machen oder kann mir was Neues, Einkommen Version 2 oder sowas draus machen. Ja, genau. Ja. Oder was plus? Ach so, ja genau, wenn sie gleich lang sind, das würde auch gehen. Beziehungsweise, warte mal kurz. Mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt richtig gucke, addiert er das zusammen. Ja, genau.
Ja, also der man kann ja gar nicht so, also es gibt ganz viele verschiedene Szenarien, wo bestimmt ist es irgendwo mal sinnvoll. Mhm. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich nur wirklich sinnvoll, wenn die dann auch gleich lang sind. Sonst muss man sich eventuell noch behelfen. Das waren jetzt ja, sozusagen Rechenoperationen mit Vektoren. Jetzt haben wir eine Reihe, also er hat extrem viele davon und ein paar davon zeige ich euch mal beispielhaft. Eine Standardfunktion, die in R vordefiniert ist, ist die Length. Das kennt ihr sicherlich auch noch aus anderen Sprachen, dass man sich ausgeben kann, wie lang ist dieser Vektor überhaupt. Hier. Gibt er jeweils aus, zeigt an, hier unten in der Konsole, was war das eben für ein Befehl? Length von Namen und das Ergebnis 13. Namen ist aus Gründen, die ich euch gleich noch zeige, aus didaktischen Gründen jetzt 2 länger. Wenn ich wissen will, wie zum Beispiel in Namen, ich weiß jetzt ja, dass da oben doppelte Werte drin sind, kann ich die Funktion unique nehmen und sagen, zeig mir quasi wie in einer mathematischen Menge jedes Element nur einmal an. In dem definierten Vektor kam der Name lila 3-mal vor. Hier zeigt er mir jetzt nur einmal an. Genau. Richtig, das kann man nämlich genau hier auch machen. Und das ist auch der Punkt, der vorhin ja irgendwie kurz angesprochen wurde. Ich kann natürlich auch eine Funktion als Eingabewert in eine andere reingeben. Und ich könnte vorher ja auch das hier sofort als Variable wieder definieren, irgendwie so, und dann hier einzeln reinschreiben oder in jede andere Funktion. Ja? Nochmal das? Das ist das Ergebnis der Funktion von Unique, das da eingegeben wird. Ja. Die Funktion selber. Ja, Entschuldigung, das Ergebnis, ja. Habe ich mich anscheinend irgendwie ein bisschen versprochen. Ungenau ausgedrückt, vielen Dank. Ja. Weitere Sachen sind sowas wie Max oder natürlich dazu auch das Minimum, dass man den Maximalwert eines Vektors angeben kann. Was er jetzt bei Vektoren mit Zeichenketten drin auch macht, da kann man wieder fragen, wie sinnvoll ist das? Dann nimmt er eben rechnet er so einen lexikalischen Wert aus. Also ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus. Irgendwie jeder Buchstabe hat auch irgendwie einen Zahlenwert und dann rechnet er die zusammen, wahrscheinlich addiert er die und so kommt dann raus, dass Snoopy in diesem Namensliste den größten Wert hat. Sicherlich gibt es auch dafür Verwendungszwecke, aber näher liegender aus meiner Sicht ist das dann natürlich mit solchen Vektoren, die auch schon Zahlen drin haben, wie hier zum Beispiel unser Alter oder unser Einkommen. Und man kann auch Vektoren als Vektor zusammenfügen mit dieser relativ einfachen Notation hier und dann mit ihnen zusammen weiterrechnen, als wären sie einer. Und wenn man das so zum Beispiel machen würde mit Max, dann hängt er sie einfach beide aneinander und guckt, was ist von dem Gesamten das Größte. Das ist jetzt hier ein 3-Millionen-Wert, der standardmäßig in dieser Exponentennotation ausgegeben wird. Wir sehen nachher nochmal wieder, wie man das ein bisschen hübscher machen kann. Und weiter gibt, das habe ich jetzt relativ willkürlich ausgesucht, je nachdem, was mir als interessant erschien, gibt es eine Funktion, die heißt zum Beispiel any. Da kann man sagen, ist irgendein Wert, any value, in Einkommen größer als 10.000. Und dann gibt er einem true oder false aus. Ein gleich 0 haben wir, ein kleiner 0 haben wir nicht, zum Beispiel. Man kann mit der which-Funktion sowas Ähnliches machen, aber sich dann eben auch stattdessen ausgeben lassen, wo steht's. Also, ich stehe im Weg anscheinend. Gucken, wo ich noch ein Stückchen drüber rutschen kann. Also, wenn ein Wert größer 10.000 vorhanden ist, an welcher Stelle steht er? Er steht hier an der 4. Stelle. Wenn ein Wert größer 5.000 vorhanden ist, stehen an der 4. und der 8. Stelle welche.
Und, ja? Kannst du einmal das Ergebnis von Einkommen größer als 10.000 anzeigen? Nochmal, das ohne... Ergebnis von Einkommen größer als 10.000. Einfach nur... Ja, ob das dann guter wird. Einkommen größer... Einfach so? Ja. Ja, ja, genau, da... Da geht er dann einfach alle durch. Ja, zeigt er alle an. Und das ist auch was, was ich in R so ein bisschen schwierig zu verstehen finde. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich kein Informatiker bin. Welche dieser Funktionen jeweils was ausgibt. Manche geben solche Boolschen Vektoren aus. Manche geben einfach nur eine Zahl aus, manche geben normale Vektor von Zahlen wieder aus, manche geben eine Liste aus, die wie gesagt ein bisschen komplizierter strukturiert ist. Das muss man erstmal mitkriegen, was man dann da vor sich hat. Und dann muss man auch damit umgehen können. Mit sowas ist es relativ einfach. Wie gesagt, mit Listen ist es ein Tick komplexer. Man kann auch mit der eckigen Klammernotation arbeiten. Das gibt dann immer so ein bisschen Sachen, die so ein bisschen redundant und doppelt gemoppelt aussehen. Aber so ist R irgendwie. Das heißt, hier würde er uns dann nicht nur sagen, also nicht würde, sondern tut es auch, sagt uns nicht nur, es ist da, ja oder nein, oder an welcher Stelle steht, sondern er gibt uns die Dinge auch jeweils dann aus. Welche sind es? Also welche Werte in dem Vektor fallen unter diese Bedingung? Und weil wir ja schon sehen, hier ist diese zwar wunderschön geekige, aber trotzdem manchmal ein bisschen unpraktische Exponentennotation, die da standardmäßig rauskommt, kann man das natürlich auch aufhübschen. Das geht in R wahrscheinlich auch auf mehrere Weisen, aber die Weise, die ich kenne, ist diese Format-Funktion. Und da gibt man dann irgendwas ein. In diesem Fall habe ich jetzt hier gleich direkt von hier oben mein Einkommen größer 5.000 eingegeben. Wenn man ein großes, langes Skript macht, ist es natürlich immer besser, dafür dann auch einen Wert festzulegen und den hier reinzugeben, damit das ein bisschen kürzer bleibt. Und gibt dieser Format-Funktion dann ein paar Parameter, sagt dann scientific false, also genau das hier will ich nicht sehen. Und dann kann man noch ein paar Sachen mitgeben, wie zum Beispiel will ich dann diese Tausenderpunkte und die Dezimalkommata sehen. Bigmark gibt, also ist der Tausenderpunkt, das gibt er nicht standardmäßig aus. Wenn man das hier eingibt und wenn man den deutschen Punkt haben will, muss man auch gleich dazu schreiben, Decimal Mark soll das Komma sein, weil er standardmäßig von amerikanischer Notation ausgeht und das Komma eigentlich für den Tausender-Trenner reserviert hat. Deswegen muss man es dann hier gleich mitgeben, auch wenn es aus deutscher Sicht überflüssig ist. Und dann kriegt man hier eben was etwas Lesbareres raus. Man kann damit dann noch einige weitere Sachen machen, wie zum Beispiel, wenn einem dieses sozusagen Abpolstern nicht gefällt, weil er dann das so für eine tabellarische Ausgabe gleich optimiert, kann man noch sowas wie Trim gleich True daran hängen und er polstert die kürzeren Sachen nicht. Das ist auch so ein Ding bei R. Die, sag ich mal, R oder Standard-R, wovon wir hier sprechen, da stecken relativ viele Annahmen darüber drin, was den Benutzern wohl besonders entgegenkommt. Und dementsprechend sind die Ausgaben. Und naja, manchmal kommt es immer entgegen und manchmal vielleicht auch nicht. Und dann fragt man sich, wie werde ich das jetzt wieder los? Jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug so etwas statistischeren Bereich, denn dafür ist in R auch sehr viel standardmäßig da, weil R nicht zuletzt im wissenschaftlichen Bereich sehr beliebt ist. Und dann sind dann natürlich solche, sowas wie Mean, also arithmetisches Mittel, Funktionen da, die bei Zeichenketten wieder nicht funktionieren, bei Zahlenvektoren aber natürlich. Der Median auch, der funktioniert bei Zeichenkettenvektoren, witzigerweise. Und bei Zahlen natürlich sowieso. Und wenn man jetzt sagt, ich will so ein typisches statistisches 1x1, ich habe hier irgendwelche Daten und will mir die statistischen Eckwerte mal angucken, dann muss man sich nicht alles einzeln rausgeben, sondern kann gleich die Summary-Funktion anwenden. Und dann macht er einem so eine kleine Zusammenfassung über die
über die Daten, die man da jeweils reingegeben hat. Bei einer Liste, einem Vektor aus Wörtern, ist es relativ unspektakulär. Da sagt er uns einfach nur, ja, das sind Character-Daten hier und du hast 13 Stück da. Bei Zahlenvektoren macht er ein bisschen mehr. Da gibt er einem diese typischen statistischen Angaben an. Minimum, Maximum, erstes Quartal, drittes Quartal, arithmetisches Mittel und Median und arithmetisches Mittel, meine ich. Ich habe mich gefragt, warum ist jetzt hier, wenn man schon sowas hat, nicht noch sowas wie Standardabweichung mit dabei, weil das ja auch so ein Ding ist, was Statistiker immer gleich nach dem Aufstehen wissen wollen. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man sich mit selbstgeschriebenen Funktionen helfen kann. Wenn man sagt, sowas mache ich häufig, kann ich mir natürlich eine Funktion schreiben, wo ich meine Daten reingebe und dann sage, ich will erstmal den Standard-Summary von R haben, formatiere den hier gleich so ein bisschen, so wie ich es oben gezeigt habe, weil ich eine hübschere Ausgabe haben will und will dann noch zwei weitere Sachen dazu haben. Einmal will ich die Länge haben, auch bei Zahlenvektoren, was er normalerweise nicht macht. Und einmal will ich noch die SD, Standard Deviation, Standardabweichung haben. Das sieht jetzt hier so lang aus, weil ich gedacht habe, ich kann diese Funktion ja auch mal ein bisschen eingerückt schreiben, denn das geht in R natürlich auch. Man kann seinen Code einrücken und da Leerzeichen machen, wo es sinnvoll ist. Das wird in den meisten Fällen vom Interpreter ignoriert. Und dann, wenn ich diese Funktion erstmal natürlich definieren will, kann ich auch, also muss ich nicht alles markieren, kann ich auch meinen Cursor einfach in die erste Zeile setzen, ausführen und dann geht er gleich bis ans Ende, das einlesen und dann kann ich diese Funktion anwenden auf meinen Vektor Einkommen. Und dann gibt er mir hier einmal diese Standard-Summary, was ihr schon kennt, an, so formatiert, wie ich es gerne hätte, plus die Anzahl und die Standardabweichung nochmal mit diesen zwei Wörtern, die ich mir dazu geschrieben habe. Ja, eine weitere letzte Funktion, auch wenn es nicht so aussieht auf den ersten Blick, Standardfunktion, ist Funktion in. Und ich hatte schon gesagt, dass die Prozentzeichen in R eine andere Bedeutung haben. Nämlich die sind dafür da, einen bestimmten Typ von Funktion zu definieren. Fragt mich nicht, wie genau das funktioniert. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, ich weiß es noch nicht. Einige Standardfunktionen in R, wie eben diese in, sehen so aus. Und man kann das Prozentzeichen auch selber benutzen, um damit eigene zu definieren. Und diese Funktion funktioniert eben wie so ein Operator, den man dazwischen schreibt. Und damit kann ich fragen, ist das Wort Snoopy in meiner Namensliste? Ja oder nein? Ist das Wort Freddy in meiner Namensliste? Nein. True, false. Und das ist eine praktische kleine Funktion, die man nach meiner Erfahrung relativ viel benutzt, wenn man sich irgendwelche größeren Daten vornimmt und dann erstmal anfangen will, damit rumzuprüfen, was habe ich da eigentlich vor mir. Ja, das waren die Vektoren, die eindimensionalen Arrays, wenn ihr so wollt. Und richtig interessant wird es natürlich erst, wenn man mit tabellarischen Daten arbeiten kann. Dafür gibt es in R auch mehrere Funktionen. Es gibt Matrizen, es gibt zwei, drei andere noch, die mir jetzt, ich glaube, im gewissen Sinne sind Listen das auch. Das Prominenteste, das nach meinem Eindruck am meisten genutzt wird und am wichtigsten und vielseitigsten ist, ist der Data Frame. Data Frame heißt es. Ich finde, man kann so hemdsärmlich sein, einfach sagen, das ist etwa gleichbedeutend mit einer Tabelle. Und so ein Data Frame kann man definieren, also man vergibt irgendeinen Namen und weist dann Werte mit diesem Schlüsselwort oder mit dieser, so gesehen im weitesten Sinne, das ist auch eine Funktion, glaube ich, data.frame zu. Und ich versuche das jetzt hier mal und es wird nicht funktionieren auf Anhieb. Mit den drei Vektoren, die ich oben habe. Denn das kann man machen. Man kann, wenn man irgendwelche Vektoren hat, die zu einem Dataframe zusammenfassen, grundsätzlich. Aber es funktioniert hier so erstmal nicht. Nämlich, weil genau der Fall ist, dass meine Vektoren oben nicht gleich lang sind. Einer ist 13 lang, zwei sind 11 lang. Da kann man natürlich beigehen und sich dafür auch wieder eigene Lösungen schreiben.
habe ich hier mal gemacht, um es ein bisschen zu demonstrieren, wie es funktioniert und gleichzeitig auch zu demonstrieren, wie es nicht funktioniert. Ich habe hier mir gesagt, ich definiere mir erstmal eine Funktion, eine Variable Maxlänge und suche mir einfach das Maximum aus diesen drei Funktionsrückgabewerten, nämlich indem ich frage, wie lang sind meine Vektoren, die ich da eigentlich reinpacken will, in den Dataframe alle. Leg das fest, dann weiß ich, dass da 13 drin steht und schreibe mir dann eine Funktion, die sagt, nimm dir einen Vektor, guck, wie lang der ist und wenn er kleiner ist als der Max-Länge-Wert, dann häng da einfach ein NA dran. NA ist eben auch so ein Datentyp not available, also kein Wert vorhanden und gib mir das nachher wieder zurück. Also die Idee, ich nehme einfach meine Vektoren, die kürzer sind als der längste und hänge da noch NA-Werte dran und dann sind sie alle gleich lang und dann kann ich ein Dataframe draus machen. Das heißt, ich definiere mir diese Funktion, ich jag meine drei Vektoren, die mich interessieren, da einmal durch, gebe sie der Überprüfung halber einmal gleich wieder aus. Hier ändert sich nichts, weil das ja der längste war. Also hier unten stehen die Namen. Macht das mit dem nächsten auch mit Alter. Und ihr seht schon, falls ihr es seht, dass hier unten jetzt zwei NA-Werte angehängt wurden an die Zahlen, die vorher schon da waren. Und mit Einkommen ist es dasselbe. Die waren ja eben beide nur 11 Einträge lang. Jetzt kann ich ein Dataframe draus machen. Jetzt mache ich das gleiche, was ich oben auch schon probiert habe. Jetzt führt den Befehl aus hier unten, gibt keine Error-Message an und ich kann ihn mir anzeigen. Allerdings habe ich dadurch nur ein weiteres Problem erzeugt, ich habe Dinge verschoben. Die doppelten Werte, durch die der Namensvektor länger war, standen oben. Und dadurch wurde sozusagen alles nach oben gesetzt und hinten wurden die NAs nachgeführt. Und deswegen hat jetzt Gandalf hier das Einkommen, was ursprünglich Dagobert Duck hatte. Das heißt, wenn man diesen Ansatz verfolgen will, müsste man daran noch eine Weile basteln und müsste irgendwie dafür sorgen, das geht garantiert auch. So viel Mühe habe ich mir damit nicht gemacht, weil das nicht praxisrelevant ist, dass man die NAs irgendwie vorne ranhängt oder dann auch immer prüft, was steht nun wo. Das, finde ich, ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was man, wenn man R benutzt, bedenken sollte. R ist an vielen Punkten echt einfach. Also ich finde, es ist eine relativ knappe und eingängige Notation. Dinge funktionieren sehr gut. Aber man muss auch gucken, wenn sie funktionieren, ob sie dann auch wirklich Sinn ergeben. Also ich kenne andere Statistiksysteme, die deutlich schneller als R eine Fehlermeldung auswerfen. Die R sagt eben so, wenn es funktioniert, mache ich es auch. Der wird schon wissen, was er will. Andere sagen dann eher, nee, sowas mache ich nicht. Das kann nicht gut sein. Und da ist R eben eher eins von denen, die sagen, du bist der Boss, ich mache, was du willst, aber ob Sinn ergibt, musst du selber entscheiden. Wenn man schon ein Dataframe erstellt aus Daten, die man hier vorhat, übersprungen. Was man jetzt hier in diesem Fall machen könnte, dass man einfach sagt, ich weiß ja, was ich vor mir habe, ich weiß, dass in dem Namensvektor zwei Namen doppelt, ein Name dreifach vorkommt, dann kann ich ja hier sagen, ich nehme von Namen das Unique und Alter und Einkommen nehme ich, wie sie sind. Jetzt habe ich sie ja schon verändert, deswegen muss ich die oben nochmal reinladen. Entschuldigung, guckt nicht so genau hin, sonst wird euch schwindelig. So, jetzt, ich bin nach oben gegangen, habe hier die Zeilen alle nochmal ausgeführt, das heißt, ich habe die wieder in ihren Zustand versetzt, wie sie hier oben waren, weil ich sie unten schon verändert hatte. Und jetzt, jetzt mache ich das, wie es funktioniert. Nämlich, wie gesagt, ich setze bei dem Namensvektor einmal ein Unique davor in der Funktion, die den Dataframe erzeugt. Und dann habe ich so, wie ich es gerne hätte, dann habe ich aus diesen drei Vektoren, die vorher einzelne Variablen waren, ein Konstrukt, ein Dataframe, auf das ich insgesamt mit dem Variablennamen, den ich vergeben habe, Gesamtdaten zugreifen kann. Das
macht man in der Praxis natürlich nicht, sondern man macht das im Zweifel mit Daten, die man von externen Quellen einliest. Das zeige ich euch gleich auch noch. Vorher noch ein Hinweis, dass man, wenn man so ein Dataframe erstellt, naheliegenderweise auch gleich Zeilennamen vergeben kann. Also man kann es so machen, denn jetzt, habt ihr vielleicht gesehen, stehen hier einfach die Variablennamen, die es vorher schon gab, darüber. Da, wo wir dran rumgespielt haben, bastelt er einen eigenen aus Unique-Namen. Und hier mache ich das Gleiche nochmal, nur dass ich sage, Namen gleich Unique-Namen, Alter, gleich Einkommen, also groß geschrieben. Und hier, dass ich dieses Unique nicht mehr davor habe, führe das einmal aus und habe dann das gleiche Ergebnis, nur mit etwas netteren Spaltennamen. Ja, das kann man verstellen, wenn man will, aber das ist die Standardeinstellung. Ja. Also das könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt hier wieder auf diese Sachen diesen Format-Befehl wieder anwendet, kann man da dann eingeben, ob man es rechts- oder linksbündig haben will. Zum Beispiel. So. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie man auf so ein Dataframe eigentlich zugreift. Und da ist wahrscheinlich zum Ärger der Informatiker und zur Freude von allen anderen der Fall, dass er hierbei 1 anfängt zu zählen. Also die Nummer 1 ist die erste Stelle und nicht 0. Wenn man auf eine Datenstruktur zugreift und dann 0 als Index schreibt, kriegt man unterschiedlichste Ergebnisse. Manchmal kriegt man Ergebnisse, die keinen Sinn ergeben. Manchmal kriegt man eine Information über die Datenstruktur per se. Das ist auch was, würde ich sagen, sollte man entweder lassen oder genau wissen, was das eigentlich heißt. Aber die eigentlichen inhaltlichen Daten, die man haben will, die fangen bei 1 an. Sodass man jetzt zum Beispiel sagen kann, wie auch in vielen anderen Systemen üblich, mit dieser eckigen Klammernotation und weil es ja eine Tabelle ist, also zweidimensionales Koordinatensystem, greife ich hier so auf meine Daten zu und kann mir dann irgendwas daraus suchen. Wenn ich ganze Zeilen oder ganze Spalten haben will, dann lasse ich einfach eins von den beiden leer. Das heißt, ich sag jetzt hier, ich will Zeile 4 haben und dann die ganze Spalte. Oder umgekehrt. Und das könnte man jetzt hier auch wieder formatieren, habt ihr schon gesehen. Mit der Dollarzeichen-Notation kann man auf Spalten zugreifen aus einem Dataframe. Also wenn ich Gesamtdaten-Dollar-Namen sage, gibt ihr mir in dieser Form, in dieser Darstellung die Spalte Namen aus. Oder ich kann es auch so machen. Dann gibt er sie mir ein bisschen anders aus. Dann gibt er sie mir so untereinander geschrieben aus. Das würde ich auch eher in den Bereich der Annahme, was praktisch ist, was man unterstellt hat, was die Nutzer wollen, schicken und eben nicht so sehr in dessen, was technisch notwendig ist oder so. Und dann kann ich viele Formen von Auswahl machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will Namensspalte haben, wo der Name, ich will wissen, wo der Name Gandalf ist, dann wird mir wieder so ein Boolscher Vektor ausgegeben. Oder hier, ich will die Zeile haben, wo der Name Gandalf ist. Da gebe ich dann etwas kontraintuitiv, da in die erste Stelle in der eckigen Klammer, da wo die Zeile hingehört, gebe ich dann meine Spaltenbedingung ein und lasse die Spalte leer. Dann gibt er mir die Zeile, wo die Spaltenbedingung zutrifft, komplett aus. Oder ich sage, ich will mich auch auf eine bestimmte Spalte entweder per Index oder per Name festlegen. So. Und das gibt es in allen möglichen Kombinationen. Ich kann sagen, ich will dann gleich zwei Spalten haben. Ich will sie hier zum Beispiel in einer anderen Anordnung haben. Da sind der Fantasie dann fast keine Grenzen gesetzt. Ich kann auch sagen, ich gebe hier so logische Ausdrücke ein. Ich will das Oder, was auch hier in R der senkrechte Strich ist, benutzen und sagen, ich will die Zeile haben, wo Name entweder Gandalf
oder lila ist, beziehungsweise die zwei Ländern. Und ich kann auch Vergleiche machen. Ich kann sagen, ich will die Zeilen haben in meinem Datensatz, da wo ein Name vorkommt in der Namensspalte, der in einer anderen Namensliste drin ist. Also so ein, sag ich mal, Matching Light. Und das kann man natürlich in beliebiger Größe und Komplexität alles verbinden und so seine Daten auswählen. So, 5 Minuten, ja genau, ich drücke auf die Tube, ich gucke mal, wie weit ich noch komme. jetzt externe Daten einlesen. Das funktioniert zum Beispiel mit der Funktion read.csv. Wenn man eine CSV-Datei, also eine Datei, wo die Werte, eine Textdatei, wo die Werte mit Komma getrennt sind, einlesen will, das kann auch eine normale Textdatei sein. Und dafür habe ich dann hier einmal, ich habe einmal so einen Pfad definiert, der öfter vorkommt. Lese mir jetzt eine Datei ein, eine etwas größere Datei. Und kann dann hier auch verschiedene Parameter festlegen, zum Beispiel, ob da schon eine erste Zeile mit Überschriften drin ist, welche Werte als NA, als fehlende Werte aufgefasst werden sollen und natürlich auch, welcher Spaltentrenner überhaupt verwendet ist. Standardwert ist Komma, wenn es ein Komma ist, kann man es weglassen, wenn es was anderes ist, muss man ihn angeben. So, und jetzt habe ich mir ein Data Frame, also read.csv macht aus dem Eingelesenen ein Data Frame, den habe ich mir jetzt eingelesen und in den Variablen Namen Kostendoku gespeichert. Und darauf kann ich jetzt zugreifen und da hilft RStudio auch gerne wieder ein bisschen, indem es so eine Art Autovervollständigung gibt und dann wird hier gleich so eine Vorschau angezeigt. Also wenn der Bildschirm reicht und die Rechenpower auf dem Gerät, dann ist das sehr komfortabel, andernfalls nicht. Und dann kann ich jetzt sagen, ich will hiermit arbeiten und da zum Beispiel auch wieder mit der Dollar-Notation. Und wenn ich dann das Dollarzeichen angebe, dann sagt RStudio gleich hier, das sind die Variablennamen, soweit sie schon drin sind. Und da kannst du dir jetzt auch zum Beispiel auch so eine aussuchen. Das wären die Leaders von so einer Tabelle. Das wäre, ja genau, genau. Sofern sie da sind. Wenn nicht, wenn du eine Datei hast, die keine Headerzeile hast, muss man die noch, also man kann es auch einfach lassen, dann macht er V1, V2, V3, V4 und so weiter da draus. Oder man lädt sie nachher mit rein. Man kann zum Beispiel in einem Vektor dann die Überschriften, das ist jetzt eine andere Datensammlung, festlegen und dann die einlesen und dabei das hier angeben, Column Names, Spaltennamen, sage ich R dann, ich will, dass du als Spaltennamen diese Liste von Wörtern, die ich gerade da definiert habe, benutzt. Und so kann man dann bei Datensätzen, die keine eigenen Spaltennamen haben, was erstaunlich häufig vorkommt, ich frage mich mal, was das soll, sich dann damit behelfen. Und dann, wenn ich jetzt hier Badestellen anfange zu suchen, dann macht er genau das, was er eben auch gemacht hat. Sagt mir schon, aha, sowas habe ich und ich habe auch jetzt hier schon die Überschriften für dich. 1 Minute, okay, ja, was mache ich in der 1 Minute noch? ich würde sagen, das waren die wichtigsten Sachen, die man mit R machen kann, aus meiner Vorstellung, also die Grundfunktion. Es gibt natürlich, wie üblich bei Open-Source-Lösungen, Packages, Libraries, also externe Module. Dafür gibt es auch eine Menge. Und das kann man in R mit dem Install Packages hier machen. Damit kann man sich externe Bibliotheken installieren. Wenn man nichts weiter angibt, dann guckt R in so ein paar Standard-Repositories, die immer drin sind, nach. Man kann auch was lokal auf dem Rechner tun und dann das da herholen. Und wenn man es tatsächlich benutzen will, benutzt man einfach den Befehl Library und lädt sie da rein. Und dann kann man zum Beispiel mit
Moment, stopp, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe es nochmal installiert, das wollte ich nicht, das dauert zu lange. Kann man eine Plotting-Bibliothek benutzen, um seine Datensätze auch grafisch darzustellen. Darin ist er auch ziemlich stark. Und hier zum Beispiel sieht man dann schon, da muss ich wohl noch was machen. In dem Datensatz sind Ausreißer drin, die unpraktisch und unplausibel sind. Und dann fängt man an, damit tatsächlich zu arbeiten und die Ausreißer zu entfernen zum Beispiel. Und dann würde es zum Beispiel schon so aussehen. Und kann dann auch sagen, diese Nuller hier, die ich habe, die sollen auch noch weg und so weiter. Okay, ihr merkt schon, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert mit der Zeit. Würde ich sagen, einfach bis hier. Jetzt Sprechtempo extrem zu erhöhen, hat keinen Zweck. ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr, ich meine, es gibt R rauf und runter auf YouTube überall. Es gibt jede Menge R-Informationen. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige R-Kurse online beim Hasso-Plattner-Institut und was weiß ich was wo. Da kann man sich super einarbeiten. Falls ihr ausgerechnet das, was ich mir zusammengeschrieben habe, nochmal nachvollziehen wollt, habe ich das auch noch auf eine GitLab-Seite getan. Wenn ihr die nachher nochmal haben wollt, könnt ihr mich nochmal ansprechen. Die Leute, die es im Video angucken, müssen einfach nur auf Stopp drücken und können es abschreiben. Und wer noch an R-Diskussionen oder sowas interessiert ist, wer mir nochmal Dinge erklären oder noch nach Sachen fragen will, ich bin noch zwei Tage hier. Okay, Dankeschön.